Hallo und willkommen zu Darius Tabletop und heute gibt's Bold Action USA versus Imperiales Japan und heute gibt's die US uh, Hawk Strike Force uh, versus HE Spam der Japaner, also HE Spam. Ich erkläre euch gleich, worum es geht und ja, also lasst uns mal in die Listen reingehen. Genau. Also, ähm, die Prämisse für dieses Spiel. Also, ich habe angefangen, die Amerikaner zu spielen und ähm, die haben verschiedene Nationalregeln und eine davon ist, dass sie einen Airstrike umsonst haben, dann, dass sie von Outflank nicht minus eins auf die Moral kriegen. Ich gehe da gleich noch näher in alles äh, ein. Ähm, was haben die noch? Habe ich den Rest vergessen? Mhm. <laughs> genau, dann kriegen sie praktisch ähm, ein, ähm, für jedes dritte Gewehr kriegen die ein Gewehrschuss mehr. Die Briten haben diesen einen Gewehrschuss mehr, wenn die sich bewegen, aber die Amerikaner haben sozusagen. Ähm, die können sich bewegen und schießen und kriegen einen Schuss mehr. Das heißt, die drei produzieren einen Schuss mehr und das ist, glaube ich, ein Zwölf-Mann-Team. Und das heißt, ein Zwölf-Mann-Team produziert vier Schüsse mehr. Und ich kann die vier Schüsse jetzt auf den vordersten Mann legen. Das heißt, ich könnte von der Frontreihe mit zwölf Mann ähm, drei Schüsse, vier Schüsse, plus nochmal acht Schüsse, Gewehrschüsse schießen. Ähm, Habe ich noch eine Regel vergessen? Na naja, gut. Erinnert mich in den Kommentaren daran. Aber was ich dann heute vorhabe, ist folgendes. Meine Überlegung ist, und wir spielen jetzt dann heute, sag ich mal, nur 1000 Punkte, weil ein guter Kumpel, der in der ersten Edition hier mit seiner wunderschönen äh, imperialen japanischen Armee, Steffen heißt er, ähm, der hat erste Edition gespielt, zweite Edition gespielt und jetzt zur dritten ist er zurückgekommen. Oder beziehungsweise er hatte auf jeden Fall wieder Lust und wollte sich das angucken und wie das organisiert ist und wie sie es spielt und hat gesagt, ja, lass ein Spiel machen und ich habe gesagt, hey, ähm, lass jetzt mal 1000 Punkte spielen, wobei auf 1250 Punkte wäre es jetzt auch nicht so der große Sprung gewesen, aber einfach, dass es managebar ist. Ähm, genau. Und das ist seine Force, da kommen wir gleich noch dazu. Und meine Prämisse mit meinen Amis war es eben, okay, ähm, wie gut ist der Airstrike? Kann ich den maximieren? Kann ich zum Beispiel, und hier habe ich ein Flugzeug dabei, ich kann euch hier oben verlinken, wie ich das Ding gebaut und angemalt habe. Ähm, müsst ihr oben sein, in den Links oder guckt in den Playlists. Und ich nehme praktisch zweimal Air Observer mit. Ein Air Observer oder ein Air Forward Observer kostet 75 Punkte. Ähm, zwei kosten dann 150. Dann, ihr könnt ein Air-Observer nur Pro ein, also ein Rifle Platoon müsst ihr nehmen, sozusagen ein HQ plus zwei Truppen. Ähm, und ihr könnt einen zweiten Ref, äh, einen zweiten Forward Air Observer nur mitnehmen, wenn ihr ein zweites Rifle Platoon mitnimmt. Und das mache ich. Ich habe hier sozusagen, könnt ihr sehen, ähm, ich glaube, der ist inexperienced und alleine und hat hier nochmal zwei Rifle Dudes, zwei äh, Rifle Infanterie und der hier hat praktisch diese Rifle Infantry und diese. Gewehrinfanterie dabei. Und ich möchte gucken, kann ich den Gegner, sage ich mal, zu Tode pinnen und ihm vielleicht den ein oder andere, die ein oder andere knackige Einheit nehmen? Äh, mit dem Airstrike ist so, ich verteile sozusagen Visiere an, eine Einheit, also könnte eine Infanterie in Einheit sein oder ein Panzer oder eine Artillerie. Und dann kommt es in der nächsten Runde rein. Und es kann dann entweder zwei äh, 2W6 ähm, Treffer machen oder eine Medium-Haubitze oder eine schwere Haubitze. Wir kommen da später noch dazu. Und ich möchte auch hier, die Amerikaner haben ähm, schwere Maschinengewehre. Wir sehen könnt, hier steht noch ein vierter Mann drauf. Ähm, sozusagen vier Mann, HMG, 70 Punkte, hat dann 48 Zoll Reichweite, hat Durchschlag 1, aber so wie ich es verstanden habe, über 24 Zoll verliert es diesen Durchschlag. Das heißt, ähm, jede Waffe mit einer Velocität oder Velocity verliert dann praktisch 1 AP oder ein Durchschlag über die halbe Reichweite, außer das ist irgendwie ein Jagdtiger oder sowas. Dann vielleicht nicht. Ähm, genau. Und ich habe dabei zwei Rifle Platoons, zweimal diesen ähm, Luftschlag. Ähm, und dann habe ich noch ein Heavy Weapons Platoons. Ich habe wie gesagt ein MMG, ein HMG, damit ich sehe, was es macht. Ähm, und ich erkläre euch auch gleich, warum ich manche Einheiten mitgenommen habe. Ein ähm, schweren Mörser, glaube ich. Oder oh, es ist ein Spotter, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall hier, das ist der Offizier. Ähm, und hier nochmal ein Medium-Mörser. Und hier ein Medium-Mörser mit Spotter, glaube ich. Oder oh, es ist ein schwerer. Ich müsste nochmal schauen in der Liste. Ähm, man kann auch hier sagen, ich habe hier zum Beispiel einzelne Offiziere alleine. Ähm, ich würde sagen, in der zweiten Edition. Kann man das schon machen? Zum Beispiel Inexperienced Offiziere irgendwo in den Backlines. Sobald die ein bisschen weiter nach vorne gucken, würde ich die auf jeden Fall nehmen mit einem Buddy. Und wenn die ganz nach vorne müssen, auf jeden Fall mit einem Buddy. Aber das kann natürlich schnell teuer werden. Aber die Offiziere lohnen sich, ähm, wenn eure Jungs gepinnt sind. Oder ähm, ja, also die machen einen guten Moralboost. Also die machen ja plus zwei oder plus vier. Ähm, Vincent Major ist und das lohnt sich. Also ein paar Pins auf euren Fahrzeugen und euer Offizier daneben und dann kommt ihr schon auf eine 10 oder 11, kommt ihr dann wirklich wieder raus. Ähm, da hält euch dann nur der Fubar, hält euch dann ab vom Weitermarschieren, was sehr gut ist. Ähm, dann habe ich dabei, wie gesagt, ich habe hier, ähm, glaube ich, ein Trupp mit sechs Mann. Und die haben Doppel BAR und Doppel, äh, Vierfach SMG. Ähm, ist ein bisschen eine komische Truppe, aber anders konnte ich es nicht zusammenmixen. Ähm, ich hätte auch gern sechs SMGs mitgenommen, die kommen von Outflank und dieses Team kommt von Outflank. Hier wollte ich einfach testen, wie gut sind die Amerikaner, zum Beispiel die haben jetzt äh, Moral 10. Die Amerikaner kriegen nicht das Minus 1 auf Outflank. Und das heißt, auf eine 10 könnten die einfach reinkommen. Auf eine 11 und 12 bleiben die draußen. Und hier wollte ich testen: hier habe ich ein 12-Mann-Team Marines oder ganz normale Infanterie mit nur Gewehren. Ähm, weil die so viele Gewehre haben, kriegen die Vier Schuss extra. Und die haben Moral, die sind nur reguläre. Ich hätte auch Veteranen mitgenommen, aber ich hatte nur noch Platz für reguläre. Und die kommen auf die neuen rein. Aber sollten sie es nicht schaffen, dürfen die rerollen, weil die volle Stärke haben. Ähm, genau, voll, einfach, das ist voll ausge, also volle Mann. Ähm, und deswegen dürfen die dann den Order Test rerollen. Hier habe ich, glaube ich, ein, wenn ich mich nicht täusche, acht Mann Team mit wahrscheinlich zwei BARs oder mit einem LMG. Da muss man auch sagen, das LMG sitzt vielleicht ein bisschen besser, kostet drei Punkte mehr, gibt euch jetzt aber sechs Zoll mehr Reichweite. Muss man gucken, wenn ihr wisst, ihr bewegt die nicht, dann vielleicht ein LMG. Wenn ihr wisst, ihr bewegt die und ihr möchtet die drei Punkte woanders ausgeben, reicht vielleicht eine BAR. Um, und hier glaube ich, einfach nur ein Squad mit um, wahrscheinlich einer BAR oder zwei BAR und der Rest alles Gewehre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Order ist glaube ich. Genau, hier sind noch meine Truppen. Noch nicht alles angemalt. Ich habe hier so ein bisschen European Theater und ähm, Marines. Danke nochmal, Steffen, dass du mir deine Marines übergeben hast und ich werde die anmalen und spielen. Ich habe noch ähm, einen Sherman dabei und ich spiele ihn tatsächlich als Firefly und ich habe noch eine Hellcat dabei und ich habe diese Dinge deswegen dabei. Um, das HMG und diese Fahrzeuge und alles, was ich dabei habe, ist so ein bisschen so gebaut, dass ich gegnerische Flak rausnehmen kann. Ob das jetzt ein Fahrzeug ist oder ein Jeep um, oder was auch immer da ist, dass ich das sozusagen zerstören kann, damit der Luftschlag zweimal oder viermal kommt und ich dann marschieren kann. Aber dazu fehlen mir wahrscheinlich eigentlich noch ein bisschen mehr Truppen. Aber ich wollte es einfach mal ausprobiert probiert haben. Also ich bin da so, ich teste da. Und dann hat der ähm, ja das sind die wunderschönen Marines die noch angemalt werden die kriegen noch hier Zahnmuster und der Stefan hat natürlich eine wunderschöne Armee mitgenommen und zwar imperiales Japan ähm, volle Mannstärke glaube ich hier so 12 oder 15 Stück und sonst überall so ähm, acht Leute er hat zweimal ein Mmg dabei er hat zweimal einen Mörser dabei. Eins ist, glaube ich, ein leichter Mörser, eins ist ein schwerer Mörser. Dann hat er eine Horo dabei. Ähm, Open-topped HE4, ähm, eine schwere Haubitze, HE4, ein Medium-Panzer mit leichter Haubitze oder Medium-Haubitze, also HE2, HE3 und noch eine Tankette, ähm, die ein paar Pins verteilt, Offiziere. Und wie ihr sehen könnt hier... Die Lunch Mainz der Japaner bestens getarnt. Ich glaube, das sind 19 Order. Da ist, wenn ich mich nicht täusche, ihr könnt es noch mal nachzählen. Ähm, und wirklich wunderschöne Minis und super gefährliche Liste. Ähm, alles HE, LMGs, MMGs und Gewehre. Das heißt, da kommt jetzt einiges auf mich zu. und ähm, wir werden auf jeden Fall Spaß haben. Allerdings muss ich noch sagen, wir haben ein bisschen spät angefangen mit dem Spielen. Wir spielen im Hobbyladen und werden nicht ganz fertig werden. Aber das wird da im Spiel keinen Abbruch Bruch tun. Wir werden trotzdem geile Lektionen lernen bei diesem Spiel. Also, das ist das Terrain. Ähm, recht vollgestellt und viele Sachen blocken direkte äh, Line of Sight, was auch gut ist. Um, und wir spielen, wie ihr sehen könnt hier, dass De die Deployment Zone des äh, imperialen japanischen Spielers ähm, genau hier. Und wir spielen sozusagen die Mission Top Secret. Wie ihr sehen könnt hier, dieser eine Marker, der zeigt den Koffer an, den wir uns schnappen müssen. Und mit dem wir dann auf eine Table Edge rausrennen müssen. Das ist meine Deployment Zone. Ich werde hier gleich Würfel aufbauen. Das ist der Koffer, wie ihr sehen könnt, den wir gleich packen und abhauen werden. Und jetzt tun wir, glaube ich, alle Säckchen in the bag. Und man stellt auf. Also die kommen nicht von der Seite auf, sondern hier hat man ähm, Deployment. Er stellt seine Horo auf. Ähm, und seine. Mörser-Teams. Ähm, er hat hier auch leichte Mörser und die hat er nicht in Experience, sondern die sind regulär und obwohl die keinen Spotter kaufen können, können die den Spotter nutzen. Hier liegt, glaube ich, auch noch welche. Also, wir ziehen ganz normal Würfel aus dem Säckchen und deployen sozusagen, aber ich glaube, er hat einfach so viele, Sek äh, er hat ein paar mehr und deswegen deployt er ein bisschen vor mir. Ähm, ich baue hier noch irgendwo hinterm Hügel. Meinen Medium-Mörser auf und woanders auch. Also die platziere ich zuerst einfach, weil die stationär sind und hinter Line of Sight Blocking Terrain. Und da könnt ihr sehen, da stehen jetzt meine Truppen. Irgendwo hier vorne gleich das Köfferchen. Man muss 12 Zoll wegbleiben. Deswegen ist hier so die Ausbuchtung. Und ich glaube, die Jungs sind meine Forward-Air-Observer. Hier ein Spotter, hier ein Offizier. Und ich habe mich da. Gegengeschieden entschieden, meine Outflanker, die diese Truppen sind und hier dieses große Team ähm, sozusagen als Reserve zu behalten. Die kommen erst Runde 3. Und ich dachte mir, okay, da muss ich das jetzt über den Haufen werfen, weil wir so schnell wie möglich an diesen Koffer müssen. Wenn ich es nochmal spielen würde, würde ich vielleicht die Outflanker tatsächlich in Outflank lassen. Und wenn sich der Gegner den Kopf verschnappen sollte, würde ich dann gucken, dass ich eben von der Seite komme oder eben. Von da, wo ich kommen kann und mir dann den Koffer schnapp. Ähm, Wäre auf jeden Fall gewagt, aber könnte auch eine Option sein. Aber ja, jetzt haben wir es so, wie es ist. Und auf jeden Fall gut. Und wie ihr sehen könnt, nicht das Optimale, nicht die optimale Aufstellung. Ähm, hier steht mein HMG mit einem Schusskorridor, Schusskorridor hier durch. Ähm, 48 Zoll. Kann das Ding schießen. Und ähm, ja, also meine Jungs sammeln sich einfach nur hier und versuchen so weit weg aus der Sichtlinie zu bleiben. Hier ist mein Air server Nummer 2. Und hier liegen dann meine Jungs und sind bereit, sich den Koffer zu packen. Die Hellcat ein bisschen weiter hinten hat eine riesen Range und auch mein Firefly hat eine riesen Reichweite und auf dieser Flanke eher dünn gesät. Da brauchen wir nicht so viel, aber ich habe hier noch ein MMG, was praktisch da hinten die Flanke komplett ähm, frei hält. Hier sehen wir, das ist sozusagen diese linke Flanke. Und beim Gegner schwere Haubitze, ähm, Tankette, ähm, MMG, ähm, Infanteristen, die alle Richtung Köfferchen gleich rennen werden. Und dahinter wimmeln sich Infanteristen, leichte Mörser, schwere Mörser, mittlere Mörser, Panzer mit Mörsern und natürlich der König aller Mörser, die Ho Und hier beginnt, glaube ich, Turn 1. Und ähm, der, der Offizier macht ein Snap 2 und schießt mit seinem schweren Mörser und mit seinem Medium-Mörser. Und ich. Ich weiß jetzt nicht genau, auf was er schießt, da fehlt mir das Bild dazu. Aber ich glaube, ich bin dann dran und ich mache dann auch ein Snap 2. Und da könnte man sagen, jetzt Version 3 ist jetzt voll das Snap 2 Meta geworden. Ähm, ich finde es cool. Ich tue ich es wirklich cool finden, sage ich jetzt. Ähm, weil in der Version 2 die Snap 2s waren da recht selten, glaube ich. Also ich habe es wenig benutzt. Ähm, vielleicht war es da genauso mächtig, aber jetzt ist es total, tatsächlich irgendwie total gang, gang und gäbe, Turns anzufangen, zu sagen Snap 2 und was mache ich. Als erstes benutze ich meinen Air Observer und mache den Luftschlag. Bevor den Jungs irgendwas passiert, möchte ich, dass der Luftschlag auf jeden Fall angesagt ist und mindestens einmal das Flugzeug kommt. Dann haben die schon ihren Dienst getan und ich aktiviere das HMG und schieße auf eine Einheit. Ähm, ich platziere. Mein Air Observer auf die gegnerische Artillerie, auf die schwere Artillerie und hoffe, dass mein Flugzeug schon Turn 2 kommt. Wenn nicht, der Marker ist gesetzt. Ähm, alles um diesen 6 Zoll um diesen Marker wird Pins bekommen und das hier wird Pins und einen Luftschlag, also direkt Schaden bekommen. Aber wir sehen gleich noch, was passiert. Und hier das HMG schießt noch auf eine Einheit in der Nähe vom Koffer und verteilt einen Pin. Ähm, ich glaube, keiner stirbt dann gibt es das nächste Step 2 von diesem Offizier mit seinem wunderschönen Bansai Schwert und ich glaube er aktiviert den Mörser und ich weiß nicht was er sonst noch aktiviert vielleicht die Haubitze ich sehe es nicht genau bei diesem Bild aber es wird geschossen auf meinen zweiten Air Observer. Und ich habe das Pech, dass tatsächlich gleich getroffen wird auf die 6. Ich war aber geistesgegenwärtig und bin down gegangen. Und ähm, ich bin deswegen down gegangen und habe deswegen zwei Jungs mitgenommen, weil ich nicht will, dass irgendein Lucky Shot einfach hier 75 bis 80 Punkte vaporisiert. Diese Jungs müssen noch den dritten und den vierten Luftschlag rausbringen. Aber ich bin halt in auf die zwei. Die nehmen einen Pin und zum Glück überleben beide. Um, und ein Pin und dass beide überleben ist tatsächlich sehr sehr glücklich um, es geht weiter der Gegner Snaptoot um, benutzt hier uh, sein Mörser Team und hier weiß ich nicht ein anderes Mörserteam Team und die Truppen des Gegners wimmeln sich da nur und ich glaube die advancen über diese Panzersperre um, und richten sich aus Richtung Köfferchen wunderschöne Minis um, meine Jungs sind hier dialed in auf die 5. Deswegen, also wie ihr sehen könnt, alles mit Mörsern schießt auf meine Marines. Um, und ich bewege die nach vorne und schieße auf einen Spotter, der hier vorne relativ weit hier oben platziert wurde. Und von diesen ganzen Schüssen, von diesem Riesensquad, um, treffen ein paar. Und um, der Infiltrator hat einen guten cover safe aber ich kriege ihn trotzdem. Und dann ist er, sage ich mal, ein bisschen blinder als vorher. Ich glaube, da sind ordentlich viele Spotter um mich rum, aber ich fange an, die zu cleanen. Nicht die beste Taktik, ähm, könnten auch durchaus verschwendete Schüsse sein, aber wenn ich schon mal die Möglichkeit hatte, dann nehmen wir doch den Spotter vom Gegner weg. Die Japaner preschen vor, die wissen, in dem Koffer sind wichtige Informationen, die sie retten müssen, ähm, um den Krieg hier zu gewinnen. Und äh, die Tun praktisch einen Pin auf diese Einheit. Ich bin mir sicher, da ist ein LMG drin äh, in dieser Einheit. Und was passiert? Da hinten wahrscheinlich ein Snap 2 von meinem Offizier, Inexperienced, mein Mörser schießt. Diese Einheit geht nach vorne, aber wie ihr sehen könnt, ich bin mir nicht sicher, was da passiert ist, was das für eine Markierung ist. Ah, es kann sein, dass die entweder zwei Pins haben oder dialed in auf die zwei, ähm, aber die haben schon einen Mörserschlag abgeriegt. Mein Fury advanced so weit er kann nach vorne, um den Koffer, ähm, um alles unten zu halten, was sich dem Koffer ähm, nähert. Und dabei habe ich aus Versehen, also entdeckt, Waldo. Auf diesem Bild sind drei Jungs. Mit Lunch Mines. und die stehen tatsächlich hier, hier und hier. Ähm, und bei Infiltrate, also praktisch, wenn das Spiel losgeht und der Gegner Infiltration-Einheiten hat, das heißt Spotter oder Sniper oder die Jungs, die dürfen 12 Zoll von einer gegnerischen Einheit platziert werden. Und ich glaube, die sind 12 Zoll ungefähr von einer gegnerischen Einheit pla platziert. Hier ist uh, Line of Side Blocking, hier auch, hier auch. Aber was er jetzt machen wird, er wird jetzt gleich einen 12er Run in diese Richtung machen. Mit diesem Dude, der getarnt ist, den ich nicht gesehen habe. Und der rennt jetzt. Der rennt jetzt Richtung mein Sherman und kommt so weit. Ich weiß gar nicht, wie er so weit kommen kann, aber er kommt so weit. Ähm, und ich kann nicht mal Abwehrfeuer geben, weil er innerhalb von 6 Zoll schon ist. Das heißt, in der zweiten Runde bin ich darauf angewiesen, ähm, den Kerl hier einfach wegzuschießen, ähm, wenn ich kann. 14 Punkte inexperienced und das hier sind ungefähr 230 Punkte regulär. Also mal schauen. Und sein, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kai Shinto ist oder Jiha. Auf jeden Fall der advanced, schießt mit seiner Haubitze und ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier gehen vier Jungs, glaube ich, ähm, werden erschossen. Ähm, hier steht zwar Rally, aber wahrscheinlich habe ich Advanced. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich verliere vier Jungs und die kriegen drei Pins und es ist nicht gut. Es ist immer gut gegen He, wenn man kann erst später zu aktivieren, aber manchmal hat man keine Wahl. Aber vielleicht hätte ich zuerst unwichtige Sachen aktivieren sollen. Ich habe es hier wirklich nicht ideal gespielt. Ihr seht, der Japaner, er gießt sich hier sozusagen über. Die Map hat hier sein ganzes HE-Bollwerk. Hier vorne MMGs, LMGs, dazwischen Kniemörser und Truppen. Also läuft auf jeden Fall. Ähm, andererseits bin ich jetzt auch nicht schlecht aufgestellt. Ich habe schon auch viele Einheiten mitgenommen. Aber meine Panzer waren natürlich teuer. Man, hätte, ich, hätte ich zum Beispiel einen Cheffi schon gehabt, ähm, der allerdings äh, Resin. Mäßig, Resin gefällt mir nicht so arg, der kostet zum Beispiel 30 Euro, dann wollte ich den nicht. Aber der kostet ungefähr 160, der, der geht noch und der kostet 230. Aber ja, vielleicht günstigere Fahrzeuge wären besser gewesen, aber wie gesagt, ich habe ja hier diese Gimmick-Liste mit meinen Flugzeugen. 150 Punkte und die werden hoffentlich ihre Punkte gleich zurückmachen. Meine Hellcat advanced und schießt wahrscheinlich auf seinen. Auf den gegnerischen Panzer, aber trifft nur auf eine 5. Ich bin mir sicher, in dieser Runde habe ich nicht getroffen. Ähm, meine Dudes mit den zwei BRAs und SMGs rennen in der Hoffnung, nächste Runde können die zuerst aktivieren und dann den Suicide Squad Mann einfach äh, schießen. Wie ihr sehen könnt, hier bewegen sich schon alle Lunchminen-Jungs in Richtung meiner Panzer. Und ich denke so, oh mein Gott. Also, Turn 2. Bevor überhaupt ein Würfelchen aus dem Säckchen gezogen wird, passiert folgendes. Ihr macht die Air Observer und hier kommt das Flugzeug. Ich würfel, glaube ich, eine 1, was nicht optimal ist, aber es ist besser als eine 2 und eine 3, denn das Flugzeug kommt einfach rein. Und bei einer 1 passiert folgendes: Bei einer 4, 5 und 6 handelt ihr das ganz normal ab. Bei einer 2 und 3 ist das Flugzeug verzögert, aber bei einer 1 kommt das Flugzeug. Und ähm, der Gegner darf die Markierung runternehmen, was praktisch durch diesen Rauchmarker gekennzeichnet wurde und darf sie auf eine beliebige Einheit innerhalb von 12 Zoll. auch auf eine Feindeseinheit. Aber keiner von meinen steht in der Nähe und deswegen nimmt er es runter von seiner schweren Haubitze und packt es auf seinen Offizier mit drei Männchen nebendran. Das interessiert. Den Luftschlag herzlich wenig, denn alles, was der Luftschlag machen will, ich stelle jetzt genau 18 Zoll weit weg von der Markierung. Ihr seht hier in diese wunderschönen Männchen rein und die kriegen jetzt Pins. Die kriegen jetzt D3 Pins. Ähm, ist jetzt nicht wie beim Artillerieschlag, dass sie jetzt Schaden kriegen, aber die kriegen auf jeden Fall Pins und hier sind zwei Medium-Mörser, Offiziere. Ich weiß nicht, ob ich an den noch rankomme, aber auf jeden Fall 6 Zoll Bubble vom Mittelpunkt. Ähm, und dann. Uh, auf jeden Fall, ja genau, Turn 2. Moment, ich glaube, da wird es gleich noch... Na, was passiert? Da fehlen, glaube ich, Bilder. Aber um, auf jeden Fall pinne ich, wir werden gleich sehen, was passiert. Um, ja, Turn 2. Uh, Steffen kriegt den ersten Dice und er nutzt den, um den... Lunchminen Typ zu aktivieren. Ich kann kein Abwehrfeuer geben. Er ist innerhalb von 6 Zoll und der Fury Sherman geht einfach in Flammen aus. Das Ding hat 8 Durchschlag. Ähm, auf eine 1 verwundet er den Sherman nicht, weil das ist sozusagen Critical Failure. Aber auf alles andere verwundet er ihn und der Sherman geht in Flammen auf. Tatsächlich rollt er dann auf der Tabelle dann, glaube ich, auch eine 4, eine 5 und eine 6. Irgendwie sowas. Und der Panzer ist zerstört. Hätte auch irgendwie was weniger sein können, aber ist es nicht. Und ich frage mich, warum ich den Luftschlag nicht fertig fotografiert habe, aber wir werden gleich sehen. Ähm, hier gibt es wieder ein snap 2 und wie ihr sehen könnt, hier noch Pins vom Flugzeug, aber ich glaube, wir kriegen gleich ein besseres Bild. Und er aktiviert, er packt die Jungs auf Ambush, das ist das MMG-Team, und mit dem Mörser schießt er. Und er packt auch die äh, den Haubitzenpanzer auf Ambush. Ähm, meine Jungs, also praktisch, das sind meine Erbserver, die hier oben waren. Die kommen raus mit dem Pins und machen hier einen Run oder Advance, könnte man sagen, hier raus. Ähm, und in dem Moment aktiviert das MMG und zum Glück keiner von denen kriegt einen hit ab. Das heißt, mein zweiter Air-Server ist wieder in Sicherheit. Die haben drauf geschossen, aber zum Glück nicht getroffen. <laughs> mein Horo, äh nein, sein Horror aktiviert. Ich will noch sagen, mein Luftschlag, glaube ich, hat auf jeden Fall sein Offizier gekillt. Ich weiß nicht, warum da das Bild fehlt, aber ich glaube, sein Offizier wurde gekillt und ist dann vielleicht geflohen, aber ich habe alle ausgelöscht und alles um seine Haubitze wurde auf jeden Fall gepinnt. Genau, aber sein Horo feiert. Ähm, ich glaube, er feiert auf meine Hellcat, ist da halt in auf eine 5 und ich Racky äh, weg. Also Racky heißt sozusagen, dass man mit dem Panzer wegfahren kann. Ähm, ein Fluchtmanöver. Und dann gab es die Debatte, kann ich ein Racky benutzen, wenn jemand indirekt auf einen schießt. Und ich glaube im Regelbuch nach mehrmaligem Lesen steht dran, ja. Also, schreibt mir, wenn ich, wenn ich irgendwie falsch liege, aber im Buch, so wie wir es gelesen haben, kann ich wegrecken. Das tue ich dann auch. Und hier sieht man jetzt das Geschütz. Hier stand vorher sein Offizier, der die Snaps gemacht hat für diese Batterie. Der lebt nicht mehr. Der wurde erwischt. Und hier hat alles drei Pins, ein Pin, mehrere Pins. Und er will feiern mit diesem Geschütz. Und es geht down. Es kann nicht, weil ähm, regulär auf die 9, minus 3 Pins, also auf die 6 und er würfelt drüber. Fünf Mann schwere Artillerie geht einfach down. Äh, ihr seht, es liegt auch schon wieder das Feuer hier. Ich bin mir sicher, dass ich mit dem Artillerieobserver nochmal auf die Haubitze den zweiten Airstrike angesagt habe. Und da liegt jetzt das Feuer drauf. Ähm, dieses MMG ist an der linken Flanke wo die Suicide-Leute sind, aber ich sehe fast nichts. Ich sehe nur auf dem Feld einen Spotter und ich schieße auf den. Jetzt könnte man sagen, eventuell Overkill, aber ich nehme dem Gegner die Sicht und ähm, jetzt fehlen ihm schon zwei Spotter. Und davor hat er wirklich alles bei mir gesehen und ist überall hingekommen mit seinen HE-Waffen. Meine Hellcat schießt, ich bin mir nicht sicher, auf was ich schieße, aber ich bin mir sicher, na, vielleicht schießt die Hellcat auch noch nicht. Ähm, aber wie ihr sehen könnt, die, ja genau, die mein jungs die rennen einfach. Das ist Nummer zwei und Nummer drei und die rennen hier in die Richtung. Nächste Runde ist ja auf jeden Fall an meinem Panzer dran, wie ihr sehen könnt hier oben. Ähm, vier Pins auf den Jungs, ein Pin auf den Mann. Ähm, hier war auch die Debatte, warum ich denn so oft down gehe. Ich soll einfach stehen bleiben, wenn ein Mörser vielleicht auf die 6 treffen könnte, aber ich habe da schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bewege da einfach einen Squad und HE4 heißt meistens dein ganzer Squad wird ausgelöscht und deswegen bin ich dann down gehalten und wollte ein bisschen auf die Zeit spielen. Runde 3, was passiert? Was passiert wohl? Das Flugzeug kommt und hier seht ihr den Würfel. Ich glaube, ich habe eine 5 gewürfelt und es kommt wieder rein. Wo wird es kommen? Hier seht ihr die gegnerischen Truppen. Die Japaner haben sich schon den Koffer geschnappt in Runde 2, supported von diesem Panzer. Und mein Flugzeug kommt rein und wird jetzt 18 Zoll weit von dieser Markierung aufgestellt. Und zwar schaffe ich hier äh, recht glücklich, es hier reinzustellen, auf die eine Truppe hier mit dem Köfferchen, auf den Panzer und den. Allerdings hier gibt es nur Pins in Anführungszeichen. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, warum nur ein Pin und nur ein Pin. Ähm, ja, wahrscheinlich auch nicht so glücklich gewürfelt. Es hätten auch mehr sein können. Aber ich will mich nicht beschweren. Ähm, und ich dachte, dass es die Jungs hier komplett weggeballert sind. Aber die kriegen einfach noch mehr Pins. Also ähm, ich dachte, ich hätte die weggeschossen. Aber ja, okay. Also wie ihr sehen könnt hier, vier Pins für die, eins, zwei, drei, fünf Pins für die, ein Pin für die Jungs, ein Pin für die. die das sind Offiziere. Also tatsächlich alles gepinnt. Ähm, ich hätte mir gewünscht, hier die wegzuhauen. Aber ich glaube, in einem Turn, ich weiß jetzt nicht, ob ich da das Bild nicht gemacht habe, da kriegen die auf jeden Fall den Haubitzenschlag ab von meinem Flugzeug. Und da geht dann die Hälfte von diesem Team. Genau. Ja, vielleicht passiert es auch jetzt. Aber wir gehen jetzt praktisch weiter in die Mitte. Und meine SMG. Jungs mit der BAA stürmen jetzt auf dieses Ziel und schießen auf die Japaner mit dem Koffer. Und hier leider, schade, ist mein letztes Bild und auch leider das Ende des Battle Reports, denn wir haben schon spät angefangen im Hobbyclub zu spielen. Ich glaube, wir konnten uns erst so um 17 Uhr oder so treffen, haben dann ungefähr 17.30 Uhr angefangen und 20 Uhr musste der Laden zumachen, normalerweise hat er länger offen oder kann man manchmal auch den Schlüssel ausleihen, um noch die Spiele fertig zu spielen. Das ging an diesem Abend leider nicht. Und wir sind nicht weiter gekommen als das. Wir haben allerdings gesagt, wir werden ein Rematch machen, vielleicht sogar mit genau den gleichen Listen, also nichts dran ändern. Und ab hier kann dann nur noch spekuliert werden, was passiert. Ich glaube, dass der Luftschlag hier dann kam und dass es hier ein paar ausgelöscht hat. Ähm, ja, die hätten jetzt auf die Jungs geschossen. Das wären jetzt ähm, also vier Jungs haben SMGs auf 12 Zoll, da sind wir ja bestimmt in der Reichweite. Das müssten acht Schüsse sein mit Assault auf die vier und zwei BARs mit vier Schüssen. Wie gesagt, ich konnte nicht, ich hätte noch mehr SMGs mitgenommen, aber das, die Amis sind nicht die Russen und nicht die Deutschen und nicht die Briten. Und deswegen hatte ich da ein bisschen Schwierigkeiten, bessere Teams zusammenzustellen mit den Grundbüchern. Und dann hätte ich hier vielleicht noch ein paar Pins verteilen können. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht hätte die Hellcat hier noch was machen können. An diesem Zeitpunkt wäre, glaube ich, der Japaner recht blind gewesen oder ein bisschen schlechter aufgestellt. Hätte ein paar Pins gehabt. Grundsätzlich hat er den Koffer. Und die Frage ist, was wäre passiert? Ähm, wäre ich noch hingekommen, hätte er sich mit dem Koffer ähm, ver verpissen können, sozusagen, wären meine Einheiten hinterhergekommen. Ähm, durchaus durchaus ein bisschen äh, der Japaner im Moment im Vorteil, weil er einfach den Koffer hat. Ich hätte nochmal zwei Luftschläge gehabt ähm, und bei ihm und bei mir definitiv die Infanterie noch halbwegs fit ähm, und jeder hätte noch mehr oder weniger Panzer gehabt. Wobei er hier noch eine Tankette hat, einen leichten Panzer und hinten die Horo und ich nur noch die, den Tankdestroyer. Also ich würde sagen vielleicht leicht oder vielleicht sogar Vorteil äh, für Japan. Schade, dass wir es nicht fertig spielen konnten, aber ich habe euch tr hoffentlich trotzdem inspirierende Bilder geliefert ähm, für schöne japanische Einheiten, für schöne Flugzeugeinheiten, für spielt, was auch immer ihr Lust habt, experimentiert, findet raus. Ähm, und ja, wir sehen uns beim nächsten Battle Report und da wird es dann heißen Deutschland gegen ähm, Russland, Enemy at the Gates, Panther gegen KV-1 und das Spiel danach ist dann... Deutsches Heer gegen deutsche Waffen-SS. Ähm, auch wieder eine Top-Secret-Mission, in dem sozusagen ähm, der Tiger gegen den Hetzer ein Face-Off hat. Also, wir sehen uns und bis bald.